So. Cut. Wir sind in Bosnien, gerade aktuell in Mostar angekommen. Die Delta-Tour ist rum. Und jetzt geht's nach Montenegro mit. Warte, machen wir den mal scharf. Wer ist denn das? Mit dem Facebook-Daumen. Der Typ mit dem Facebook-Daumen. Und. Der Typ mit dem Blatt. Okay. Also, ich bin mit zwei Esoterikern unterwegs. Mal gucken, was das wird. Bis später. So, wir sind jetzt hier im Dumitor angekommen. Und ja, ich glaube, Dominik und René gefällt, was sie sehen. Ja, ist ganz okay, würde ich sagen. Kann man mal machen. Dein Facebook-Daumen. Daumen hoch, sage ich dafür. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist der Dumitor Nationalpark. Echt schöne Lichtstimmung gerade. Und was wir jetzt hier vorne sehen, das ist der Sattelberg. Wir sind jetzt bis hierher gekommen. Der Terrano macht ein bisschen Stress. Jetzt hier ganz genau die hintere Bremse, die blockiert. Wir schätzen, dass quasi hinten dieser Bremsmechanismus wahrscheinlich da zerfleddert ist innen drin. Und jetzt müssen wir die Trommel abnehmen und mal gucken, was da drin los ist, weil es hat immer blockiert. Ja. Was machen wir heute Morgen an der Bushaltestelle? Ja, Dominik verlässt uns. Warum? Tja, das musst du ihn fragen. Ja, das musst du jetzt sagen. Ja, ich sehe so fertig aus. Ja, du bist auch fertig. Ich weiß. So, ab nach Hause mit dir. Fahr jetzt für 11 Euro nach Podgorica. Yeah. Und dann fliegst du. Und dann fliege ich. Nach Deutschland zurück. Nach Belgrad und dann nach Deutschland. Ja. Gute Reise. Danke, Jungs. Alles Gute euch. Kommt ja, wir machen Hause. Das schon. Toi, toi, toi zu Hause. Danke. So, da ist er, der Dominik. So, mach's gut, gute Reise. Ciao. Da fährt er. Ja, der Tommy ist weg und wir müssen jetzt noch den Terrano richten. Das schaffen wir aber, hoffentlich. Irgendwie müssen wir. Der hat sich schön aus der Affäre gezogen hier. Das war das einzige Ziel wahrscheinlich. Der hat die ganzen Trip nichts machen müssen. Ja, wie auch. Da ist das Stückchen Elend. Haben mir mehrere Leute geschrieben, dass der Terrano bremstechnisch hinten total Grütze ist. Dass das quasi der Standard ist bei dem. Ja, okay, mein Gott. Mann, wie viele Kilometer hat er drauf? 335, glaube ich. Ja, also da darf auch mal eine Bremse kaputt gehen. Ja, alright, wir gehen jetzt neue Bremsbeläge holen. Die werden mit dem Bus geschuttelt hierher. Hoffentlich. Ja, wir hoffen das mal. Wir müssen jetzt noch schnell zum Bankautomaten. Noch Geld holen und um halber haben wir dann die Bremsbeläge eventuell. Ja, wäre gut. So, René ist jetzt hier hinten am Geldautomaten in Montenegro. Ist Euro als Zahlungsmittel. Ist zwar kein EU-Land, aber hier kannst du mit Euro zahlen. Deshalb finde ich Montenegro auch maximal sympathisch, weil du halt einfach weißt, was du bezahlst und nicht die ganze Zeit umrechnen musst. Und. Also von dem her auch wieder ein Pluspunkt für Montenegro, ehrlich gesagt. Und hat geklappt? Hat geklappt. Hast Euros gekriegt? Ich hab Euros gekriegt. Sehr gut. So, da kommen jetzt unsere Teile aus Podgorica. So, wir haben die Teile jetzt aus Podgorica bekommen. Ist alles da. Nimm mal. Und wer ist alles mit dem Bus gekommen? Das ist quasi das Balkan-Amazon hier. Gestern Abend bestellt, jetzt mittags bekommen. Also einfach perfekt, wie gut es organisiert ja. Ist hier, oder? Nice, oder? Nice. Funktioniert. Die Dinger sind da, müssen sie nur noch passen und wir müssen die wieder reinkriegen. Aber das ja, das machen wir schon. Also, let's go! Und los! So, die erste Bremse ist gleich fertig. Sieht alles wieder wie neu aus.
Bei perfektem Wetter verlassen wir jetzt Jabiljak und den Domitor und machen uns auf den Weg nach Hause. Ja, das war jetzt ein kurzes Vergnügen. Ja, passiert halt manchmal. Manchmal gibt es halt Umstände. Und ja, schade. Wir holen das aber nach. Ist halt so. Bei schönstem Wetter. Wir hatten jetzt noch voll Stress an der montenegrischen Grenze, weil im Tirano kein Fahrzeugschein war, also kein Originaler, sondern nur eine Kopie, mit der wir auch eingereist sind am Schluss. Und jetzt war das voll das Problem und ja, was soll ich sagen, es ist echt unangenehm gewesen gerade. Wir haben es jetzt echt mit irgendwie hingekriegt. Das war jetzt echt eine harte Nummer. Das hat uns jetzt 2 Stunden gekostet, bis wir das regeln konnten. Unnötig, wirklich. Jetzt fahren wir ja mitten in der Nacht durch Bosnien nach Sarajevo gerade und steigen da dann in ein Hotel ab. Ah, das ist echt sowas von unnötig. Dann bei der Bremse, diese eine Bremskolben, der geht beim Tirano nicht zurück, also ist auch noch ein bisschen ein Thema. Wir haben jetzt eine Nacht in Sarajevo gepennt in so einem noblen Hotel und fahren jetzt weiter zu einem Lost Place und seid gespannt, was das für ein Lost Place ist. Wir sind jetzt gerade an der bosnisch-kroatischen Grenze und hier gibt es ein, ja, hier gibt es auf jeden Fall so ein Lost Place, wo wir jetzt gerade hinfahren. Bleibt mal echt dran, das ist, glaube ich, echt spannend. Da sind wir jetzt hier angekommen, das ist hier so eine Airbase. Mit mal rauf. Also schon cool. Und jetzt sind wir hier im Flugzeug und dann kann ich hier aufs Auto rausgucken. War echt krass, dass das Ding mal jemals geflogen ist. Irre, oder? Wenn man da mal die ganzen Sachen anschaut. Schon echt abgefahren, hey. Das ist halt echt eine Blechschüssel. Gell? Ja, das ist halt. Schauen wir uns jetzt mal die Airbase an. Was meinst du, René? Ja, so machen wir das. Cool. Das ist auf jeden Fall jetzt schon geil. Ja, mega, oder? Ja. Und hier ist so ein Eingang von dem Bunker.